Ich hätte jetzt gedacht, dass ich vielleicht mit Strom sie bezwingen muss, aber anscheinend nicht. Okay. Okay, was macht sie jetzt? Schon aufpassen. Ups, sie nimmt mir was weg. Aha. Gut. Da kann ich mit leben. Oh, das war aber richtig mies von dir. Wo ist sie jetzt? Da ist sie. Okay, wenn sie in dem Tempo weitermacht, schaffen wir den Bosskampf mit links. Aber doch ist es nicht gesagt. Okay. Ja. Das war jetzt sowas von dumm von mir. Normalerweise wäre ich gar nicht gestorben, aber ja. Also es war jetzt nicht die Schuld von ihr, dass ich gestorben bin. Also. So. Aua. So, jetzt nimmst du wieder die Plattform weg. Welche darf es denn sein? Die? Okay. Ja. Ist jetzt nicht so wild, ne? So. Okay. Dann schmeißt du jetzt mit dem Felsen nach mir. Kannst du ja ruhig machen. Oh, ich wäre fast schon wieder ins Wasser gefallen. Das erreicht mich ja auch gar nicht, ihr Geschlabber. Oh, schon wieder. Okay. So, jetzt macht sie wieder einen weg wahrscheinlich. Ja, jetzt kommt der Apparat wieder. Gucken, was der jetzt macht. Das gleiche. Okay. Vielleicht ein bisschen schneller oder so. Hm. Ja. Okay, also bisher ist sie echt Pillepalle. Aber gut, Spyro-Bosskämpfe waren ja ehrlich gesagt noch nie so die große Stärke der Entwickler. Aber gut, mal gucken. Es ist ja auch sehr neues Entwicklerteam mittlerweile. Ah, okay. Zwei Gedönse. Ja. Und wieder. Okay. Das war die Hälfte anscheinend. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Cutscene? Ich kann's nicht glauben. Besiegt von jemandem so klein wie du. Okay, das war anscheinend der Checkpoint. Beim nächsten Mal. Ups. Also falls ich sterben sollte, würde ich wahrscheinlich hier wieder anfangen. Das haben wir ungefähr die Hälfte, würde ich sagen. Vielleicht nicht ganz minimal mehr noch als die Hälfte, aber ich denke mal, spieltechnisch wird es wohl die Hälfte sein. Oh, jetzt kommen zwei auf einmal weg. Machen die es trotzdem? Oh, die machen auch trotzdem dieses Gedöns. Okay. Ja, ja, okay. Ist ein bisschen anders, aber auch nicht viel. Ja, wenn man ungefähr weiß, wo sie aufkommen, ist das alles kein Problem. Sag ich mal. Ups, das Bild hat sich gerade geändert. So, und jetzt wirfst du wieder Felsen und spuckst, ne? Ja. Ja, es ist... Also es wird jetzt nicht unbedingt schwerer. Zack! Vor allem ist Neptun ja eigentlich der Meeresgott. Und der ist eigentlich keine dicke Frau, der Meeresgott. Also glaube ich jedenfalls nicht. Die griechischen Götter wurden ja alle dicklich dargestellt, das ist schon richtig, weil es halt auch ein Zeichen von Wohlstand und so war, ne? Aber deswegen glaube ich trotzdem nicht, dass Neptun in der Form so einer Medusa... Es ist ja eher eine Medusa, also abgesehen ist das jetzt gar nicht ein Tentakel oder. Aber sie sieht so ein bisschen aus wie hier die Medusa bei Herkules, finde ich. So ein bisschen. Ist nicht genauso. Ja. Okay. Spuckst du mal ein bisschen weiter? Ja, vielleicht, könnte sogar sein. Ja, sie spuckt weiter. Dann lacht sie mich erstmal aus. Und ich krieg sie dafür. Oh, ich kann's nicht glauben. Wieder besiegt. Von jemandem, der so klein ist.
So, dritte und letzte Phase. Hier summt doch irgendwas. Oder? Ja, hier summt irgendwas. So, jetzt kommt wahrscheinlich die letzte Phase mit diesen Robotern. Wahrscheinlich gehen jetzt alle drei weg. Alle drei Plattformen weg? Nee, nicht alle drei weg. Hätte ich jetzt fast gedacht. Na gut. Uppala. Jetzt sind sie schneller unterwegs. Nein! Ah, fuck! Das ist, ah, wie doof von mir. Nur weil ich halt nicht... Ich kann aber nicht richtig erkennen, wo ich mich gerade befinde. Das ist ein bisschen, aua. Also wenn sie lacht, könnte ich sie theoretisch treffen. Problem ist nur, dass sie jetzt gerade zu weit weg stand. So. Was summt denn jetzt hier eigentlich die ganze Zeit? Das war doch eben noch nicht der Fall. Macht mich ein bisschen wahnsinnig. Jetzt springt der Bildschirm wieder. Das war klar. Das ist eigentlich das Geräusch von denen. Nur, dass es gerade nicht weg war. Okay. Ja, es geht nicht weg, das Geräusch. Wahrscheinlich verbackt sich das Spiel gerade wieder. Komm, schmeiß deine Felsen. Ja, es ist echt nicht... Es ist nicht der Rede wert, ne? Da ist das Spucken ja noch gefährlicher. Und tot. Nicht? Noch ein? Noch ein. Oh Gott, oh Gott. Jetzt gehen alle drei weg wahrscheinlich. Auch nicht. Okay. Au. Ja, geil. Ich hab's damit schneller gemacht. Sehr gut. Ja. Oh, nur einen. Das wird so sparsam. Und tschüss. Vor allem wiederholt sie sich ständig. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Als Zeichen meiner Dankbarkeit gewähre ich dir die Fähigkeit des Wasseratems. Cool, noch eine Atemfähigkeit. Was kann ich damit anfangen? Mit deinem Wasseratem kannst du bestimmte Objekte bewegen, Rätsel lösen und bestimmte Feinde verlangsamen. Außerdem kannst du damit Trockennahrung befeuchten. Man kann Feinde verlangsamen. Aha, sehr interessant. Das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Darf ich hier eigentlich ins Wasser rein? Darf ich. Oh, ich darf sogar tauchen. Gibt's da unten was? Also zumindest darf ich hier runter, aber... Hier ist nichts weiter drin. Schade, hätte er sein können, dass hier doch nicht noch ein Edelstein versteckt ist. Na gut, dann gehen wir wieder an die Wasseroberfläche. So. Zack. So, wo ist das Tor jetzt? Dahinter. Wow. Ja, auf jeden Fall kann ich damit jetzt das Wasserrad betätigen. Und ich muss jetzt gleich irgendwo noch in einen neuen Bereich kommen, ne? Hoffe ich mal. Gegner besiegen, Wasseratem, kannst du auch bestimmte Wassergeräte aktivieren. Ja. Würdest du bitte die Tür öffnen? Ich darf hier nicht raus. Muss ich jetzt den Blitzatem verwenden? Oder... Muss ich es auframmen? Ich darf nicht raus. Wie jetzt? Kann ich hier rein? Hä? Moment. Hätte ich unter Wasser was machen müssen? Ach, ich sehe es schon hier. Das ist ein Wasserrad. Ja, ich sehe es.
genau. Okay, hab's verstanden. Die wollten mir nur mal eben auf leichte Weise beibringen, wie der Wasseratem zu handeln ist. Und das habe ich mir wieder verkackt. So, die mache ich mal glatt hier. Schön von hinten. Haha. Dann seht ihr eh nicht. Ich habe euch auch nicht viel Geld ausgegeben, sehe ich gerade. So, hopp. Au. Okay. So. So, wenn das Rätsel da im Wasser gelöst ist, ist die Frage, tut sich eine neue Welt auf? Ich hoffe es. Weil ich weiß sonst gerade nicht, wo ich lang muss. So, das heißt, ich muss jetzt in welche Richtung anlegen? Oder kann ich die hier mit dem Wasseratem vielleicht kaputt machen? Ey, das wäre auch merkwürdig gewesen. Wie war denn das jetzt? Jetzt muss ich wieder gucken. Nach links muss ich eigentlich. Von hier, also ich habe auch da geguckt, also hier so. Da war der Boss. Hier? Nein. Nochmal links. Ach Gott. Durch die Muschel. Richtig, das war ja das Ding. Nee, das war nicht durch diese Muschel. Ja, heute. Hier, da war das, genau. So, ich will noch einmal zur Küste. Ach. Das ist doch alle zufrieden. Geh weg. So. Wie soll ich jetzt denn nicht sterben? So. Oh. Gib mir mal lieber eine Muschel oder so. Da. Das ist Krebs, scheiße. Ah! Hab ich gar nicht gesehen. Sind hier keine Muscheln, die mich mal heilen können? Ich habe nur Gegner hier. Scheiße. Okay, dann machen wir jetzt dieses Gedöns. Ah, vielleicht. Ja, weiß nicht, ob ich sogar eine neue Welt an Land hole, glaube ich eigentlich nicht. Ja. Hi. Den haben wir. 45 Stück. So. Das haben wir geschafft. Jetzt ist die Frage, wo könnte ich denn noch was mit Wasser bedienen? Ich muss auf die Karte jetzt gucken. So. Wo habe ich denn jetzt noch Dinge? Ich habe gerade eine Ahnung, wo eventuell was gewesen sein könnte. Also in der Unterwasserwelt weiß ich es gerade nicht. Da komme ich noch nicht weit. Außerhalb der Reichweite. Ja, das ist das. Achso, das ist Grab. Ja, gut. Küste. Das ist Gnassis Höhle. Ist auch außerhalb der Reichweite. Libellenfälle. Was war das jetzt für ein Bereich da hinten? Jetzt muss ich gerade wieder überlegen. Da brauchte ich einen Wandsprung oder. Nee, da. Ach nee, das war das, wo ich 70 Edelsteine brauche, genau. Und da war nichts. Tja, nun bin ich überfragt. Vielleicht lässt der Professor mich ja in einen neuen Bereich fahren. Das kann natürlich sein. Ich habe den zweiten Endboss besiegt. Dann müsste mich der Professor jetzt theoretisch in eine neue Welt bringen können. Oder? Das war doch beim. Nachdem ich den ersten Boss besiegt habe, auch so. Ich gehe mal zum Professor. Wo ist er denn? Wo steht er hier? Komm du mal her. Ja, hier ist der Professor. Gib mir mal ein paar neue Gedönse. So. Darf ich in eine neue Welt? Mal gucken. Da. Eisige Wildnis. Da könnte ich jetzt hin. Ja. Dann gucken wir uns die dritte Welt an, würde ich sagen. Ein komplett neuer Bereich, da werden wir auf jeden Fall ordentlich Prozente holen können. Hoffe ich doch jetzt mal ganz stark. Da werden wir dann hoffentlich auch die neue Fähigkeit lernen, nämlich diesen Wandsprung. Oh, rot. Ich kann's nicht glauben. Was ist hier los? Muss ich mich selbst um Spyro kümmern? Bald wird er hier nach mir suchen.
Ja, ich könnte jederzeit meinen anderen Wächter von der Leine lassen. Der alte Rot hat ein paar Asse im Ärmel, die dem Schlaukopf Spyro einiges zu tun geben. Ui. Du schwerfälliger Riesenklotz, pass da drüben auf und lass niemanden vorbei. Du weißt, was passiert, wenn du mich enttäuschst. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht nur drei Welten gibt und er ist der Wächter, vielleicht ist zu. Ups. Jetzt befindest du dich in der schönen, aber kalten, eisigen Wildnis. Marschier in Richtung Eiszitadelle und such dort den Ältesten. Vielleicht kann er dir verraten, wo Rot sich versteckt. Ja, das scheint die finale Welt zu sein. Ich kann aber kurz gucken, wie viele Karten wir hier haben. Das ist der... Achso, kann ich noch gar nicht reingucken, die anderen. Ich glaube, das ist tatsächlich die finale Welt. Vielleicht gibt es nur drei. Und dass das nochmal der Wächter ist. Irgendwas hat es mit diesem Mammut auch. Das müssen wir, glaube ich, nicht bekämpfen, das Mammut. Da war irgendwas mit. Mir wurde übrigens gesagt, ich kann mir auch anzeigen lassen, was es noch so für Aufgaben gibt im Menü. Statusbildschirm schließen, Hilfe. Aufgabenliste, genau hier. Rot besiegt. Das sind die Aufgaben. Ja, toll. Ja, aber ich glaube, daran sieht man, dass wir, glaube ich, wirklich in der letzten finalen Welt sind. Was ist eigentlich gar nicht schlimm ist. Da ist der Boss. Da brauche ich 30 dunkle Edelsteine. Hier ist Elton. Hat er was Neues zu sagen? Ich frage ihn mal. Eigentlich wollte ich meine Preise halten. Aber dann habe ich es mir doch nochmal überlegt. Egal, komm ins Warme und gib ein paar dieser hübschen Edelsteine bei mir aus. Nee, danke. Das ist seine Hütte, genau. Kannst du mir nochmal einen Schneehasen hier geben? Oh, ein Pinguin. Das scheint eine neue Quest zu sein. Oder ist es vielleicht sogar ein neuer... ein neuer Charakter, mit dem wir Aufgaben erledigen können. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aha, hier können wir noch ein paar Sachen kaputt machen. Mal gucken. Wir werden gleich mit ihm quatschen, keine Sorge. Ich will mal kurz umgucken. Hier ist noch ein Schalter. Der macht wahrscheinlich das Gitter da hinten auf. Jo. Gut, da geht's dann wahrscheinlich weiter. Da geht's nicht weiter. So, dann wollen wir mal mit dem Pinguin da vorne sprechen. Wer bist du denn? Hallo. Du musst Spyro sein. Das Gebiet hinter mir ist durch ein geniales Sicherheitssystem geschützt. Aha. Ich hab's selbst entwickelt. Es ist so komplex, dass diese hirnlosen Gnorks es nie durchschauen werden. Aber ein Drache mit deiner Begabung und Intelligenz schafft es im Nu. Gut, gut, zurück zum Thema. Was muss ich also tun? Wenn du alle Stromschalter in diesem Bereich rechtzeitig aktivierst, öffnet sich das Tor. Ist es tatsächlich so einfach? Nicht ein bisschen kompliziert? Vielleicht wären die Gnorks dahinter gekommen, aber schnell genug wären die nie gewesen. Willst du es mal versuchen, Spyro? Ja, warum denn nicht, ne? Also die muss ich alle anstromen. Gut. Eins. Muss ich erstmal eben alle finden. Hier war einer hinter. Zwei. Da oben. Ich komme nicht weg. Wo sind sie denn jetzt alle? Sechs Stück sind es insgesamt, okay. Ich finde noch da. Das ist so viel. Ja, das schaffe ich jetzt beim ersten Mal nicht. Wo sind denn die anderen? Ehrlich gesagt habe ich jetzt nur vier gefunden. Hier kann ich auch hinter. Okay. Sind die jetzt weg oder kann ich sie jetzt noch sehen? Ach, jetzt sind sie verschwunden. Toll. Ja, dann versuche ich das nochmal. Das möchte ich ja schon mal eben lösen, auch wenn ich jetzt nicht weiß, wo die alle sind. Ich habe nur vier gefunden. Nochmal. Vergiss nicht, Spyro. Ja. Du musst nur alle Schalter rechtzeitig aktivieren, um das Tor zu öffnen.
Willst du es mal versuchen, ja, Spyro? Komm, dass er das auch nicht abbrechen kann. So, 1, 2, 3. Es werden auch nicht alle gezeigt. 1, 2. Der Schneemann noch einen versteckt? Naja, dann nicht. Da ist einer hinter. 3, da habe ich auch gesehen. So, da ist nichts.